3 Wochen können unglaublich lang werden. Aber dann bekommen Sasuke und ich die Nachricht, dass wir zum Arzt kommen können. Den Termin mache ich per Telefon ab. Und auf der einen Seite bin ich glücklich, dass wir endlich erlöst werden, doch die Angst macht mich langsam auch wahnsinnig. Es ist diese quälende, unterschwellige Angst, die Sasuke und mich in den letzten Nächten kaum hat schlafen lassen. Immer wieder wurden wir von Albträumen geplagt, und auch wenn Sasuke es nicht zugeben will, schläft auch er in den letzten Nächten sehr unruhig. Wir haben immer versucht, den anderen so wenig wie möglich von unserer Unruhe spüren zu lassen. Jetzt sitzt Sasuke wie auf heißen Kohlen neben mir und rutscht dabei auf dem Stuhl hin und her. Sanft greife ich nach seiner Hand und drücke diese. Ich fühle mich genauso unsicher wie er und kann im Grunde nur hoffen, dass alles gut geht. Sasuke sieht mich an und versucht, sich abzulenken. Ein wenig werden wir nur wohl noch hier herumsitzen müssen, denn das Wartezimmer ist voll und die Dame an der Rezeption warnte uns schon, dass trotz des Termins eine lange Wartezeit eingeplant werden muss. Darum versucht Sasuke, sich selbst abzulenken und räuspert sich leise. Du sag mal, Itachi grinst in letzter Zeit wieder so dämlich. Sind Sasori und er sich endlich wieder näher gekommen? Möchte man fast meinen, so doof, wie er vor sich hingrinst. Ich muss schmunzeln und streiche mit dem Daumen über seinen Handrücken. Ja, das ist gut möglich. Wenn ich ehrlich bin, dann spricht Sasori in letzter Zeit kaum mit mir über sowas. Ich weiß auch nicht genau warum. Ich glaube, der Streit, den wir hatten, der nimmt ihn immer noch ganz schön mit. Aber ich denke mal, wenn wir erstmal die Ergebnisse haben, wird er sich auch wieder beruhigen. Sasuke sieht mich traurig an und senkt etwas seinen Blick. Tut mir leid, dass eure Freundschaft wegen mir so einen Schaden bekommen hat. Das wollte ich nicht. Sanft sehe ich ihn an und nicke. Ich weiß, dass du das nicht wolltest, aber vielleicht war dieser Streit auch einfach mal nötig. Keine Ahnung, ich bin schon etwas enttäuscht von ihm, dass er die ganze Zeit über nur an seine eigene Gesundheit denkt und sich keinerlei Sorgen um mich oder Itachi macht. Oder vielleicht auch mal um dich, aber bei Itachi finde ich es am schlimmsten. Immerhin liebt er ihn ja, und sich dann so wenig Sorgen um ihn zu machen, finde ich schrecklich. Darüber habe ich mich in den letzten 3 Wochen fürchterlich geärgert. Und wer denkt, dass Sasori und ich uns wieder vertragen haben, der irrt sich. Im Gegenteil, wir haben uns besonders in den letzten Tagen immer wieder gestritten. Aber wenn Itachi wieder gute Laune hat, dann ist das ja vermutlich ein gutes Zeichen, murmle ich leise und Sasuke nickt. Es macht ihm zu schaffen, dass Sasori und ich uns immer so streiten. Aber er kann nichts dafür. Sasori und ich haben total unterschiedliche Meinungen und darüber haben wir uns immer wieder in die Haare bekommen. Sasuke kann nichts dafür. Und ich würde mich freuen, wenn Itachi und Sasori sich endlich mal näher kommen würden und begreifen würden, wie schön es sein kann, mit der Person zusammen zu sein, die man liebt. Sasuke lehnt sich an mich und hält die ganze Zeit über meine Hand krampfhaft fest. Ich denke, wenn wir erstmal die Ergebnisse haben und es uns gut geht, dann müssen wir uns auch keine Sorgen mehr machen, flüstert er leise. Dann wirst du dich bestimmt auch wieder mit Sasori vertragen. Und alles wird wieder so werden, wie es mal war. Dann ist alles wieder so, wie du zu der Zeit, als wir ein ganz normales Paar waren. Und Sasori hat keinen Grund mehr, wütend auf mich zu sein oder mich anmotzen zu müssen. Perplex sehe ich ihn an und ziehe eine Augenbraue hoch. Sag mal, kann es sein, dass Sasori mit dir gesprochen hat irgendwann? Murmle ich wütend und Sasuke wird hochrot um die Nase. Er räuspert sich und nickt. Ja, er meinte, wenn ich mich angesteckt habe und du dich noch nicht, dann soll ich dich gefälligst in Ruhe lassen, damit du dir nicht doch noch was wegholst. Dabei senkt er bedrückt seinen Blick und knabbert an seiner Unterlippe. Man merkt, wie nahe ihm das geht, und Sasori kann sich sicher sein, dass er deswegen noch gewaltigen Ärger mit mir bekommt. Das hätte er lieber nicht gesagt, und schon gar nicht zu meinem Liebsten. Knurrend verschränke ich die Arme vor der Brust und starre auf den Boden. Das kann doch gar nicht wahr sein. Brummle ich wütend, dass Sasori es wirklich wagt, sowas von sich zu geben. Der bekommt den Stress seines Lebens mit mir, da kannst du dir aber sicher sein. Manchmal sollte dieser verdammte Rotschopf wirklich seine Klappe halten. Ich frage mich immer wieder, warum ich überhaupt mit ihm befreundet bin. Sasuke sieht mich an und seufzt leise auf. Weil ihr sonst immer zusammengehalten habt. Ja, sonst, schnaube ich leise und starre dann weiter auf den Boden. Am liebsten würde ich sofort zu Sasori gehen, um ihm zu sagen, was ich von seiner Art und Weise halte. Aber ich muss wohl erst einmal abwarten, was jetzt bei dem Test herauskommt. Und als der Arzt ins Wartezimmer kommt und uns aufruft, rutscht mir erstmal das Herz wieder in die Hose. Und wohl nicht nur mir. Im Behandlungszimmer zieht sich alles wie Kaugummi. Ich drücke die Hand meines Liebsten und spüre dabei, wie er zittert. Ruhig sehe ich ihn an und weiß nicht, was ich machen soll, damit er sich beruhigt. Der Arzt blättert an den Akten herum und scheint sich erst jetzt wieder daran zu erinnern, warum wir überhaupt hier sind.
Genau, die HIV-Tests, murmelt er leise und blättert dann wie ein wenig, bis er mich ansieht. Also, dann machen wir es mal kurz. Sie müssen sich beide keine Sorgen machen. Ihre Tests waren negativ. Die Worte brauchen einen Moment, bis sie wirklich bei Sasuke und mir ankommen. Blinzelnd sehe ich den Arzt an, ehe ich mich zurücklehne und meine Augen schließe. Ich muss erstmal durchatmen. Und Sasuke krallt sich so fest in meine Hand, dass ich das Gefühl habe, als würde sie bluten. Als ich dann zu ihm sehe, merke ich, wie ihm Tränen über die Wangen rennen. Es ist, als würde eine tonnenschwere Last von seinen Schultern fallen. Man sieht Sasuke regelrecht an, wie er um 5 Zentimeter größer wird, und er springt strahlend auf. Wie kann man den jungen Mann davon abhalten, dass er dem Arzt um den Hals fällt? Aber dann merkt der Arzt auch, dass er die Erleichterung verstehen kann. Sasuke bedankt sich überschwänglich bei ihm und schüttelt seine Hand so sehr, dass ich Angst habe, dem Arzt fällt die Hand gleich ab. Dann fällt er mir um den Hals und drückt sich an mich. Ich bin so froh. Wir sind beide gesund und es geht uns beiden gut. Das heißt, weder mein Bruder noch Sasori haben sich angesteckt, flüstert er glücklich und sieht mich strahlend an. Ich streiche ihm über die Wangen und lege meine Lippen für einen Moment auf seine. Ja, keiner hat sich angesteckt. Und es geht uns gut. Strahlend sieht er mir in die Augen und drückt mich fest an seine warme Brust. Endlich müssen wir keine Angst mehr haben, flüstert er leise und der Arzt räuspert sich. Ich bin froh, dass ich euch da beruhigen konnte, aber vorsichtig sein müsst ihr trotzdem. Ich hoffe, dass ihr die Sache mit den Kondomen demnächst ernster nehmt. Schüchtern sehe ich den Arzt an und lasse den Blick zu meinem Freund gleiten. Der nickt und ist ebenfalls hochrot um die Nase. Scheinbar ist es ihm genauso peinlich wie mir, da auch noch darauf hingewiesen zu werden. Zusammen verlassen wir die Praxis und erleichtert lehne ich mich an ihn. Wenn wir das zusammen durchstehen, dann stehen wir noch ganz andere Dinge zusammen durch. Da bin ich mir sicher. Sasuke streicht durch meine Haare und sieht mich verschmitzt an. Aber im Grunde finde ich, dass wir beide keine Kondome mehr brauchen. Immerhin werde ich mit keinem anderen Mann mehr schlafen, außer mit dir. Und dass wir beide gesund sind, haben wir jetzt schwarz auf weiß. Kopfschüttelnd sehe ich ihn an und mustere ihn. Stimmt, uns kann nicht mehr viel passieren. Aber ich glaube, die nächsten Male sollten wir trotzdem Kondome nehmen. Einfach, weil ich mich damit wohler fühlen würde. Ich vertraue dir und ich weiß ja jetzt auch, dass wir gesund sind. Aber der Schock und die Angst haben ganz schön tief gesessen. Ich lasse das bestimmt nicht so schnell los. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich noch immer das Gefühl, als würde ich zittern. Die 3 Wochen haben mir so viel Kraft gekostet, dass ich nicht einfach mit ihm schlafen könnte, ohne Angst zu haben, dass er vielleicht doch krank ist. Sasuke sieht mich schüchtern an und rauft sich etwas die Haare. Ich kann dich verstehen, murmelt er leise. Vermutlich wäre ich an deiner Stelle auch sehr vorsichtig und würde mir genau überlegen, ob ich noch einmal mit mir schlafen würde. Grummelnd sehe ich ihn an und stupse ihn in die Seite. Es geht nicht darum, ob ich wieder mit dir schlafen werde, sondern wie. Ich will eben die ersten Male einfach ein Kondom benutzen. Nur damit ich mich vollkommen fallen lassen kann und ich dann kein schlechtes Gefühl habe bei der Sache. Mehr will ich doch gar nicht. Schweigend sieht Sasuke mich an und streicht dann über meine Wange. Keine Sorge, ich kann dich verstehen. Ich möchte einfach nur, dass wir beide eine Zukunft haben. Ich liebe dich und ich möchte, dass du mit mir glücklich bist. Manchmal verstehe ich den Kerl nicht. Er kann so ein Dickkopf sein, aber auf der anderen Seite ist er dann so niedlich und sagt so unschuldig solche Worte, die mir Schamensröte ins Gesicht treiben. Sanft schmiege ich mich an ihn und sehe ihm dankbar in die Augen. Wir müssen noch viel an uns arbeiten, da bin ich mir sicher, damit wir zusammen eine Zukunft haben können. Eine, in der wir uns vermutlich viel streiten und in der wir bestimmt auch nicht oft einer Meinung sein werden. Aber wir vertragen uns eben auch wieder und genau das ist wichtig. Es kommt nicht darauf an, ob man sich streitet oder warum, sondern dass man wieder einen gemeinsamen Weg findet. Bevor wir aber nun den Weg nach Hause gehen, machen wir uns auf den Weg zu Itachi, damit wir ihn auch erlösen können von seiner Angst. Schmunzelnd und komplett glücklich gehe ich neben Sasuke her und ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt wie jetzt. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, als wäre mein Leben perfekt, so wie es ist. Auch wenn der Stress mit Sasori noch immer auf meiner Seele lastet. Sasuke sieht mich an und schnappt verliebt nach meinen Lippen. Auch er strahlt wie ein Glückskeks. Man merkt ihm an, dass auch er erleichtert ist. Und als er die Tür zu seinem Haus aufschließt, folge ich ihm schmunzelnd. Blinzelnd sehe ich Sasuke an, denn als wir extrem eindeutige Laute aus dem Wohnzimmer hören, sehen wir uns unsicher an. Und mein Liebster ist knallrot um die Nase. Sollen wir da jetzt wirklich stören? Sasuke hat allerdings wenig Skrupel, wie ich erfahren muss, und ich schlucke, als er einfach ins Wohnzimmer platzt.
Und dabei stört er wirklich die beiden Menschen, die ich eigentlich nie beim Sex sehen wollte. Sasori liegt auf dem Sofa, während die Tashi auf ihm liegt, und ich schließe lieber meine Augen, um mir das Bild nicht zu genau ansehen zu müssen. Sasuke stört das alles ziemlich wenig, habe ich das Gefühl. Er schmunzelt und räuspert sich dann auffällig. Erst jetzt bemerken die beiden uns, und da ich nicht hinsehen kann, erkenne ich auch nicht, wie rot die zwei werden. Ich will das auch gar nicht sehen. Denn ich wollte alle beide nie nackt sehen. Also nicht, weil sie nicht attraktiv sind, aber sie sind einfach meine besten Freunde. Also, ihr könnt auch ohne Gummi weitermachen, denn weder Deidara noch ich sind krank. Daraus kann man schließen, dass ihr beide ebenfalls gesund seid. Und von mir aus könnt ihr jetzt weitermachen. Wir wollten nicht stören, einen schönen Abend noch und ich hoffe, ihr habt Spaß. Grinst Sasuke frech und packt mich an der Hand. Wir laufen aus dem Haus und fangen auf der Straße an zu lachen. Du hättest mal das dumme Gesicht von meinem Bruder sehen sollen, meint er lachend und hält mich im Arm. Ich muss selbst grinsen und räuspere mich dann etwas, während mir noch immer die Röte auf den Wangen brennt. Grinsend sieht mich Sasuke an. Das war so ein geiles Bild. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich damit nicht gerechnet. Immerhin mussten die beiden doch Angst haben, dass einer von ihnen HIV hat. Und so wie Sasori am Anfang ausgeflippt ist, dachte ich wirklich nicht, dass er Itachi nochmal mit an sich ranlassen würde. Also außer einem Ganzkörperkondom. Genau das gibt mir gerade auch zu denken. 3 Wochen lang haben Sasori und ich uns immer wieder gestritten, weil er mir mit seinen Ängsten den letzten Nerv geraubt hat. Und jetzt das. Schweigend gehe ich neben Sasuke her und zum Lachen ist mir gar nicht mehr zumute. Wie viel hat das alles zwischen dem Akasuna und mir kaputt gemacht? Besorgt sieht mich Sasuke an und er legt seinen Arm um meine Schultern. Solltest du dich nicht freuen, dass Itachi und er sich jetzt so nahe stehen? Scheinbar ist zwischen den beiden doch jetzt alles klar, sonst würden sie nicht im Wohnzimmer vögeln. Wenn ich das doch nur so sehen könnte wie er. Ich senke meinen Blick und zucke mit den Schultern. Du hast schon recht. Eigentlich ist es nicht die Art von Sasori, jetzt mit Itachi in die Kiste zu springen, flüstere ich leise. Immerhin hat er seit 3 Wochen Panik, er könnte HIV haben, obwohl er derjenige ist, der sich am wenigsten Sorgen hätte machen müssen. 3 Wochen lang raubt er mir mit seinen Sprüchen die Nerven und redet sich selbst ein, er würde gleich tot umfallen. Und dann das. Irgendwie stimmt da was nicht, auch wenn ich nicht weiß, was. Warum ist er so drauf? Am liebsten würde ich zurückgehen und ihn fragen. Sasuke schüttelt den Kopf. Ich glaube, das solltest du lieber lassen. Wenn du da jetzt hingehst und die beiden nochmal störst, dann werden die wütend. Itachi sah eben schon so aus, als würde er mir liebend gerne irgendwas über den Kopf ziehen. Das kann ich ja auch irgendwie verstehen. Und wenn mich in so einer Situation jemand gestört hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch total an die Decke gegangen. Sasuke streicht mir durch die Haare und sieht mich sanft an. Lass uns heute Abend einfach feiern, ja? Flüstert er und sieht mir direkt in die Augen. Ich sehe ihn an und weiß, dass wir allen Grund hätten, um zu feiern. Aber ich frage mich, was mit Sasori los ist und ich drücke mich an ihn. Zum Feiern ist mir nicht, weil mir irgendwas im Herzen wehtut. Es ist, als hätte mich mein bester Freund auf einmal aufs Abstellgleis gestellt. 3 Wochen lang mache ich mir ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht besser auf Sasori aufgepasst habe. Und er vögelt sich durch die Gegend und nimmt das alles nicht mehr ernst. Diese Erkenntnis brennt sich gerade tief in mein Herz. Und das spürt mein Liebster auch. Denn im Gegensatz zu Hidan ist er in der Richtung sensibel und spürt genau, wann es mir schlecht geht. Jede kleine Veränderung an mir nimmt er sofort wahr. Was Hidan nie verstanden hat. Genau das ist der kleine, zarte, aber verzaubernde Unterschied zwischen ihnen.